In diesem kurzen Video stellen wir Ihnen den virtuellen Rundgang durch Terlan vor, wie wir ihn auf der Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes durchgeführt haben. Und erläutern die Vorteile für Hotels, Restaurants und Geschäfte. Zunächst muss ich sagen, dass es sich um ein sich entwickelndes Projekt handelt, zu dem weitere Inhalte hinzukommen werden. Schauen wir uns zunächst einmal an, was eine virtuelle Tour ist. Es handelt sich um ein System, in dem man sich virtuell in alle Richtungen bewegen und mit Hilfe von Symbolen von einem Ort zum anderen gelangen kann. Wenn man auf verschiedene Symbole stößt, kann man sich nicht nur bewegen, sondern auch verschiedene Arten von Informationen abrufen, zum Beispiel Text, Dokumente, Fotos, Videos und andere Multimedia-Objekte. Dies nennt man Augmented Reality. Der virtuelle Rundgang ist die beste, realistischste und menschenfreundlichste Art, ein Gebiet oder eine Umgebung zu präsentieren, ganz gleich, um was es sich handelt. Mit unserem System ist es auch möglich, durch ein Menü zu navigieren oder nach den gewünschten Informationen zu suchen. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf den Rundgang durch Terlan, der neben den verschiedenen Ortsteilen und wichtigen Sehenswürdigkeiten auch die touristischen Einrichtungen der Stadt vorstellt. Es ist möglich, diese aus der Luft zu erreichen, sie in der Liste zu suchen oder gezielter zu suchen. Besonders interessant ist, dass man auf Wunsch des Hoteliers auch das Hotel betreten kann, um die Zimmer, das Restaurant, die Sauna und alles andere zu besichtigen. Das Gleiche kann auch mit den Geschäften gemacht werden, wie wir in diesem Beispiel sehen. Dank der Vereinbarung mit dem Tourismusverband können die Betriebe eine virtuelle Besichtigung ihres Hauses zu einem äußerst günstigen Preis erhalten. Der virtuelle Rundgang durch Terlan ist Teil des Projekts Virtuelles Südtirol, das darauf abzielt, das Land in 360 Grad auf die innovativste und modernste Weise zu präsentieren. Alle weltweit führenden Experten sind sich einig,
dass es in den kommenden Jahren zu einer exponentiellen Entwicklung von künstlicher Intelligenz und erweiterter Realität kommen wird, von der ein wichtiger Teil gerade marketingorientiert sein wird. Laut einer Studie von Grandview Research wird der globale Augmented Reality-Markt von 2023 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 43,8% wachsen und bis 2028 einen Marktwert von 340,16 Milliarden US-Dollar erreichen. Einem Bericht von Markets & Markets zufolge soll der Augmented Reality Markt bis 2024 einen Wert von 72,7 Milliarden US-Dollar erreichen und dabei eine jährliche Wachstumsrate von 46,6% aufweisen. Insbesondere wird erwartet, dass Augmented Reality für Verbraucher die am schnellsten wachsende Kategorie in diesem Zeitraum sein wird. Ein anderer Bericht von AR Insider prognostiziert, dass der Augmented Reality Markt bis 2025 198 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 76% im Zeitraum von 2020 bis 2025. Dem Bericht zufolge werden die Sektoren, die das Wachstum vorantreiben werden, hauptsächlich der Tourismus, die Automobilindustrie und das Bildungswesen sein. Generell dürfte Augmented Reality in den kommenden Jahren erheblich wachsen, da das Interesse der Unternehmen und der Öffentlichkeit steigt und sich die Technologien weiterentwickeln. Die Augmented Reality wird immer beliebter und findet in einer Vielzahl von Sektoren wie Tourismus, Bildung, Gesundheit, Werbung und Spiele Anwendung. Für weitere Informationen 348-4127-327 Sigrid Frey 388-478-5959 Marco Bonatta info@flyeye.it